Martino, vieni minicuccio. Go down, I let. Come up, I let. Come, Iram. Come, Martino. Kiss Martino, I let. Now, kiss Iram, I let. Go down, Iram. Look to Martino. Go with your hand. Caress Martino. Look to him, Martino. Go down, Martino. Caress him, Iram. Smile a little bit. Look to my hand, Martino. Look to him and caress. Come up, Martino. Kiss Martino, I let. Now I let kiss Iram. Go down, Iram. Look to Martino, Iram. Go with your hands. Turn your head, Martino. Go down, Martino. Look to him with a little smile. Caress him. Look here one moment, Iram. Caress him. Look to him again, smile. Quando ero giovane, ragazzino. Als Kind begeisterten mich im Kino vor allem die komischen Rollen. Ich interessierte mich nicht so sehr für Greta Garbo oder Heldenfiguren, wie sie von Gary Cooper oder Clark Gable dargestellt wurden. Dagegen war ich geradezu vernarrt in Komiker wie Chaplin, Keaton, Oliver Hardy und Stan Laurel. Die Marx Brothers hatten es mir besonders angetan. Ich weiß allerdings nicht, inwieweit sie mich beeinflusst haben. Chaplin, per Keaton. Stan Laurel, Oliver Hardy, tutti gli attori comici, i fratelli Marx, i Marx Brothers, mi hanno sempre entusiasmato. Quindi la mia attrazione, io non so se mi possono aver influenzato o meno, aber ich kann mich erinnern, wie ich als Kinobesucher von dieser Sorte von Schauspielern begeistert war. Dire che ich bewunderte sie und wurde geradezu ein Fan dieser Komiker. Dann interessierte mich noch die eine oder andere Schauspielerin mit üppigen Formen. Mae West gefiel mir zum Beispiel. Non so, was Schauspielerinnen anbelangte, so hatte ich nicht gerade einen exklusiven Geschmack. Soldateschi in questo genere, in questo tipo di simpatia verso le attrici. Ich möchte jeden Tag neu geboren werden. Das Kino ist eine göttliche Art und Weise, dem Herrgott Konkurrenz zu machen. Alles und nichts an meinem Werk ist autobiografisch. Ich drehe immer denselben Film. Träume sind das Kino der Bedürftigen. Ich bin ein Film. Wie kann man die Geschichte von jemandem erzählen, der gar nicht da ist? Ein Biograf, der über mein Leben schreibt, läuft hinter einem Gespenst her. Und doch muss ich mehr von Rimini, meiner Geburtsstadt, erzählen. Und doch muss ich mehr von Rimini erzählen. Den Kindergarten habe ich bei den Nonnen von San Vincenzo mit den großen Hauben besucht. An einem Morgen stellten sie mich für eine Prozession in die Reihe und gaben mir ein Kerzchen zu tragen. Lass es nicht auslöschen. Jesus verbietet das, sagte in gebieterischem Ton eine dieser Nonnen, die eine Brille trug und wie Harold Lloyd aussah. Ein starker Wind blies und die Kerze durfte nicht erlöschen. Was würde mir Jesus tun? Zur Religion kamen später auch noch die Gesichter der Faschisten. Ich glaube, einer von ihnen hat meinen Vater verprügelt. Ich hatte ein paar Gauner in Verdacht. Mein Vater verschwieg mir die Sache.
Meine Verwirrung wuchs an dem Tag, da ich die verdächtigten Gauner in der Kirche mit dem Erzpriester singen sah. Manchmal kommen mir alte Fotografien vor Augen, auf denen ich auch drauf bin, im Matrosenanzug, zusammen mit meinem Bruder aufrecht hinter Vater und Mutter stehend, die auf zwei Samtsesseln sitzen. Ich erinnere mich, dass wir diese Sessel von zu Hause bis ins Atelier des Fotografen schleppen mussten, der Sozialist war und vom Polizeichef überwacht wurde. Meine Mutter wollte sich nämlich genau auf diesem Sessel fotografieren lassen, mit Titina auf dem Schoß, einer kleinen Hündin, die ihren Namen zu Ehren des Generals Nobile bekommen hatte, der seinerzeit in seinem roten Zelt auf dem Packeis in der Klemme saß. Ich betrachte diese Fotografien und frage mich, ob man daraus ersehen kann, wie dieses Kind war. War es brav? War es ehrlich? War es glücklich? Und was ist von diesem zarten, eher wie ein Mädchen wirkenden Kerlchen geblieben? Ich habe schon bei anderen Gelegenheiten gesagt, dass ich mich an meine Kindheit kaum erinnern kann, obwohl ich oft als der Regisseur, der alles im Kopf hat, bezeichnet werde. Vielleicht waren seine Kindheit und seine ersten Jugendjahre nicht so, wie er es sich gewünscht haben mag. Unsere Eltern waren ziemlich streng, vor allem unsere Mutter. Aber ich glaube, dass jeder, der ein bestimmtes Alter erreicht hat und an seine Kindheit zurückdenkt, sie sich anders wünscht. Erst jetzt, da Federico nicht mehr lebt, habe ich bemerkt, wie außergewöhnlich er war. Es gibt hunderte von Menschen, die den Friedhof und unser Familiengrab besuchen und ihre Trauer, ihren Schmerz über seinen Tod durch Blumen bezeugen oder Kärtchen, die sie unter die Tür der Kapelle schieben. Ich bin immer irgendwie auf der Flucht gewesen, von meiner Geburt bis heute. Vielleicht meinte er, dass er, wenn er in Rom war, nach Rimini wollte und kaum war er in Rimini, wollte er nach Rom zurück. Das Grand Hotel war das Märchen des Reichtums, des Luxus, des orientalischen Prunks. Wenn die Beschreibungen der Romane, die ich las, nicht eindringlich genug waren, um in meiner Einbildungskraft faszinierende Schauplätze hervorzurufen, nahm ich das Grand Hotel zu Hilfe. Verbrechen, Entführungen, wilde Liebesnächte, Erpressungen, Selbstmorde, für alles musste das Grand Hotel hier halten. Wir umschlichen es wie die Katzen, um einen Blick hineinwerfen zu können. Aber es war unmöglich. In den Sommernächten wurde das Grand Hotel Istanbul, Bagdad, Hollywood. Auf seinen Terrassen wurden Feste gefeiert. Ein Windhauch trug uns Musikfetzen zu, zum Ohnmächtigwerden. Motive aus amerikanischen Filmen, die wir im Fulgor, dem Kino von Rimini, gehört und dann ganze Nachmittage vor uns hingesummt hatten. Ginger Rogers era una coppia che nella nostra piccola provincia, nella nostra Italia,
Fred Astaire und Ginger Rogers brachten in unsere kleine Provinz Italien, die in den rückschrittlichen Mauern des Faschismus und der Kirche eingeschlossen war, in diese törichte Ignoranz, in der wir lebten, in diese weltfremde friedliche Halbinsel, dieses Paar brachte die Botschaft der amerikanischen Welt, des amerikanischen Films zu uns. Sie erzählten von ihrem Amerika. So wurde Amerika in unserer italienischen Provinz eben durch diese beiden eleganten Tänzer repräsentiert, die auf den Dächern und vor dem Hintergrund des beleuchteten New York tanzten. L'America veniva rappresentata appunto anche da questi due eleganti ballerini che danzavano sugli attici con lo sfondo. Natürlich war dies eine kindliche und etwas einfältige Art, von einem Leben ohne Militärparaden, Benediktionen, Kirchenglocken und Kirchtürmen zu träumen. Neben der Schule, dem Faschismus, dem Militär und dem geruhsamen Provinzleben gab es außerhalb Italiens also noch eine andere Welt, die uns durch den amerikanischen Film nahegebracht wurde. Eine Welt, die aus riesigen Weiten und Gangstern und eben auch aus Fred Astaire und Ginger Rogers bestand. Attraverso il cinema americano, un mondo fatto di grandi praterie, di gangster e anche di Fred Astaire e Ginger Rogers. Als ich 17 war, hörte ich mit der Schule auf. Ich ging nach Florenz, blieb da 3 Monate und verkaufte Cartoons an Quattro Centoventi, die einzige satirische Zeitschrift Italiens. Aber ich wollte nach Rom. Ich kam ich mit dem Zug in Rom an. Eine Stadt, von der man geträumt hat und die man seit Jahren zu sehen wünscht, ist immer anders, als man sie sich vorgestellt hat. Rom. Woran denke ich, wenn ich das Wort Rom höre? Ich denke an ein großes, rötliches Gesicht, das Ähnlichkeit hat mit den Schauspielern Sordi, Fabrizi, Anna Magnani. Ich denke an einen weiten Himmel, wie eine aus dem Leim gehende Opernkulisse, in violetten, schwarzen und silbrigen Farbtönen. Was tröstlich ist, weil Rom keine Grenzen kennt für senkrecht aufsteigende Gedankenflüge. Rom ist eine horizontale Stadt aus Wasser und Erde, hingebreitet. Und darum eine ideale Plattform für die Fantasie. Rom. Woran denke ich, wenn ich das Wort Rom höre? Ich denke an Jesus. Ich glaube, dass er nicht nur die größte Gestalt in der Geschichte der Menschheit ist, sondern dass er auch in dem Wesen weiterlebt, das sich für seinen Nächsten opfert. Ich weiß nichts von den Dogmen der katholischen Kirche. Mein Christentum ist im Rohzustand verblieben. Ich mache keinen Gebrauch von den Sakramenten. Bin jedoch der Meinung, dass das Gebet als eine Art Gymnastik betrachtet werden könnte, durch die wir dem Übernatürlichen nach und nach näher kommen. Und Gott? Es wundert mich, dass Sie in dieser Hinsicht noch Zweifel haben. Sie haben ihn doch vor sich. Rom. Woran denke ich, wenn ich das Wort Rom höre? Mussolini gab der Hauptstadt ihren alten Prunk zurück und einen Stil,
dessen jeder oder fast jeder einige Jahre später zum Kotzen überdrüssig war. Für einen Filmmenschen ist Rom der ideale Hintergrund, verfertigt von der besten Filmgesellschaft der Welt. Alle Dekorationen, die man für alle Filme eines Lebens braucht, sind hier vereinigt. Grenzenlose Kulisse für jeden. Von den Barockkirchen bis zu den gewaltigen Palazzi. Alles hat den Anschein und die Farbe einer bemalten Leinwand. Alles scheint durch einen unsichtbaren und allmächtigen Regisseur angeordnet. Was mich am meisten erstaunte, waren das Klima, die Hitze, der langsame Gang der Fußgänger, ihre schwarzen und eingefallenen Augen, die Pferdewagen, die heiseren Stimmen, der Dialekt, die herumschlendernden Kinder. Ich begann, die weit geöffneten Fenster der Häuser zu betrachten, durch die die Abendluft einströmte. Ich sah Männer in Unterhemden, Frauen, die ihre Säuglinge stillten, Portiere, die etwas Abendluft schnupperten. Alles war so verschieden von der kalten Atmosphäre des Nordens. Rom erschien mir als Mittelmeerstadt par excellence, wie eine wahrhafte Mutter. Entblößt, ihre Liebe ausschüttend und zeugnisgebend von dieser Ernsthaftigkeit und dieser Vertrautheit, denen allein eine Mutter gleichzeitig Ausdruck geben kann. In Rom, der Stadt, in der ich sehr gerne lebe und auch seit vielen Jahren arbeite, sehe ich, dass die Leute mich kennen, mich wiedererkennen und mir mit großer Sympathie begegnen. Einer ganz eigenartigen Sympathie, die man sehr schlauen Leuten entgegenbringt. Il romano nella sua diffidenza, quando mi esprime appunto stima e simpatia. Wenn der Römer, misstrauisch wie er ist, mir Achtung und Sympathie bezeugt, macht er dies auch mit einem Schuss Bewunderung. Aber die Bewunderung beruht nicht darauf, dass ich einige nicht unwürdige Filme gemacht habe, sondern darauf, dass ich Filme gemacht habe, bei denen man eigentlich nicht so richtig versteht, worum es geht. Warum wird denn geglaubt, dass die Bilder eines Films Symbole darstellen müssen, die von allen nur auf eine einzige Art zu entziffern sind? Nein, ich glaube, dass Film in seiner Zweideutigkeit bestehen soll, ohne jedoch die Linie, die Erklärung des Lebens zu verlassen, die der Regisseur gibt. Ich glaube, wenn ein Zuschauer etwas anderes fühlt als ein anderer, dann ist der Film zu einem ausgezeichneten Ergebnis gekommen. Denn er hat zwei Menschen zwei verschiedene Wege aufgezeigt, um die Realität zu interpretieren. Wichtig ist, die Menschen nicht aus der Realität, aus der Wahrheit des Lebens herauszuholen. Viele behaupten, ich sei ein Lügner. Und das wird ständig wiederholt. Aber die anderen lügen doch auch. Und die größten Lügen über mich habe ich immer von anderen gehört. Ich könnte sie ja dementieren, und das habe ich auch versucht. Doch weil ich ein Lügner bin, glaubt mir keiner. Dass er ein Lügner war, gehört zu den vielen Anekdoten, die es zu Fellini gibt. Ich glaube nicht, dass er ein größerer Lügner war als wir, weil wir in einer Welt leben, in der wir nicht immer die Wahrheit sagen können. Man muss lavieren können, und er hatte eindeutig die Fähigkeit dazu. Er war ein Lügner in dem Sinn, dass er sich verteidigte und sich selbst treu bleiben wollte. Wenn einer sich selbst treu bleibt, kann er auch ein Lügner sein, glaube ich. Ich möchte, um dieses Verhalten Fellinis zu erklären, eine kurze Geschichte erzählen. Eines Tages verfolgte ihn jemand mit Anrufen, weil er ihn am nächsten Tag treffen wollte. Fellini sagte: Morgen kann ich nicht, weil ich nach Hongkong fahren muss.
Am nächsten Tag geht er über die Via Veneto und trifft diesen Mann, den er angelogen hatte. Er fragt sofort, aber wolltest du nicht in Hongkong sein? Er antwortete, ich bin in Hongkong, du bist es, der mich hier sieht. E lui gli ha risposto, io sono a Hong Kong, sei tu che mi vedi qui. La cosa mi fa sorridere. Darüber muss ich lachen. Federico Fellini war tatsächlich ein Lügner. Aber er wollte mit seiner Lüge nicht täuschen. Er log, um sich zu verteidigen. Und dabei hatte er viel Anmut. In questo c'era molta grazia in lui. Der Maestro kam oft hierher. Sein Stammtisch war dort in der Ecke. Er liebte die Küche der Emilia, denn er kam ja aus dieser Gegend. Piaceva molto la cucina emiliana, essendo lui romagnolo, Emilia Romagna, e allora veniva a mangiare sempre le tagliatelle, tortellini, le lasagne verdi, tortelloni e tutto quello che offre la cucina di Bologna. Er war ein guter Gast, ein sehr guter Gast. Er war ein großes Symbol des Lokals. Die anderen Gäste standen immer auf, um ihn zu begrüßen. Für mich war er aber nie nur ein Gast. Er war wie ein Familienmitglied. Wie Familie, oltre che cliente. Um arbeiten zu können, muss ich um mich etwas schaffen wie eine verschworene Gemeinschaft. Und für meine Mitarbeiter muss ich Gefühle uneingeschränkter Freundschaft haben. Ja, das ist wahr. Wir waren wie Brüder. Er nannte mich seinen kleinen Bruder. Und das war nicht nur eine Redensart. Es war in unserer Beziehung zu spüren. Der eine war für den anderen da. Ein Film ist für mich der Gipfel dieser Zusammenarbeit. Orchesterprobe. Wir haben ihn in 20 Tagen gedreht, bewältigten durchschnittlich 25 Einstellungen am Tag. Und Fellinis Einstellungen sind meist sehr schwierig und mühevoll. Mit vielen Menschen, mit Spezialeffekten, Rauchbomben und viel Bewegung. Aber es war ein großes Vergnügen. Und nach 4 Wochen, am Ende der Dreharbeiten, schuf Fellini, wir haben nur mitgewirkt, meiner Meinung nach ein Meisterwerk. Einen Film, er dauert 1 Stunde und 5 oder 10 Minuten, der immer wieder angesehen werden sollte, weil er großartig ist. Ich träume etwas oder überlasse mich mit offenen Augen irgendeiner Fantasie. Dann unterzeichne ich einen Vertrag und schaffe es mit einem bisschen Holz, 2 schönen Mädchen und ein paar Scheinwerfern, diesem Hirngespinst Gestalt zu verleihen. Das ist eine sehr schöne, lustige und fellinianische Bemerkung. Im Grunde glaube ich aber nicht, dass sie wahr ist, weil ich jahrelang Zeuge der harten Arbeit des Drehbuchschreibens gewesen bin. Molto duro nell'invenzione dei soggetti, nella stesura delle sceneggiature. Bis zu Julia und die Geister sind die Filme von ihm und Flaiano, einem äußerst anerkannten Schriftsteller, geschrieben worden. Und bescheiden gesagt auch von mir. Ich bin ein Autor, der vom Theater kommt. Flaiano war Romanschriftsteller. Wie dem auch sei, wir beide waren Autoren. Von dem Augenblick an, als wir uns von Fellini getrennt hatten, hat er alles anders gemacht. Das heißt, der Einfluss der Mitarbeit zweier Autoren auf die Filmarbeit ist sehr auffällig. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Filme der ersten oder der zweiten Periode schöner und besser sind. Zu sagen, meine Filme seien autobiografisch, ist eine Unverschämtheit. Ich habe mir mein eigenes Leben erfunden. Ich habe es für die Leinwand erfunden. Sì, beh, questo Flaubert diceva Madame Bovary c'est moi. Flaubert sagte, Madame Bovary, das bin ich. Fellini dice, Fellini sagt, Amarcord, das bin ich nicht, es ist meine Erfindung. Wer weiß das?
Ich erinnere mich daran, dass Fellini La Dolce Vita drehte. Ich weiß nicht mehr, ob das 1958 oder 59 war. Ich erinnere mich, dass es eine Vorführung in Cinecittà gab, weil Fellini bemerkt und gehört hatte, dass es große Probleme mit der Zensur und der Kirche gab. Er organisierte eine Vorführung und suchte die Hilfe und die Unterstützung der Intellektuellen. Eine Projektion, zu der Pasolini und mein Vater eingeladen waren. Io andai insieme a loro, avevo 17-18 anni. Ich ging zusammen mit ihnen dorthin, ich war 17 oder 18 Jahre alt und erlebte die intensivsten Gefühle, die ich je für einen Film entwickelte. Da war La Dolce Vita unsynchronisiert mit dem Studio-Originalton. Ein babylonisches Gewirr aus Italienisch, Französisch, Englisch, Deutsch und so weiter. In allen Sprachen der Welt und ständig war Fellinis Stimme zu hören. Anita, Anitona, Schema, Smile. Ich will sagen, La Dolce Vita hat eine Welt erfunden, die es in Wirklichkeit nicht gab. Der Film hat das Leben nicht imitiert. Man sagt ja oft, die Natur imitiere die Kunst. La Dolce Vita ist wirklich ein sehr treffendes Beispiel dafür, dass die Realität, die Natur und das Leben, die Kunst, also den Film, imitiert haben. Denn danach wurde die Via Veneto zur Via Veneto. Der römische Adel wurde der des Films. Die Paparazzi, die Skandalfotografen, hatte es so vorher nie gegeben. Sie sind für La Dolce Vita erfunden worden. Also kann man sagen, dass es stimmt. Federico hat seine eigene Biografie erfunden. Mehr, als er sie gelebt hat. Inventato la propria autobiografia. Più che non averla vissuta. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Fellini Ihnen erzählt, was man vor 40 Jahren sah und was man noch heute sehen kann, wenn man in Cinecittà eintaucht. Die Filme der 30er Jahre zum Beispiel. Das war die Zeit, als man Cinecittà einweihte, das Mini-Hollywood der faschistischen Ära. Man erstellte zuerst die administrativen Gebäude, massive braune Blöcke. Die Studios strahlen heute noch etwas von der Atmosphäre der Zwischenkriegszeit aus. Das Kino ist eine göttliche Art und Weise, dem Herrgott Konkurrenz zu machen. Kein anderer Beruf gibt einem die Möglichkeit, eine Welt zu erschaffen, die der Welt, wie wir sie kennen, aber auch den anderen, unbekannten, parallelen, konzentrischen Welten so nahe kommt. Der ideale Arbeitsplatz für mich ist das leere Studio 5. Das ist es, was mich in totale Erregung, in einen Taumel des Entzückens versetzt. Il teatro non era soltanto il luogo dove si approdava dopo una lunga preparazione realizzando delle cose molto Das Studio war für ihn nicht nur ein Ort, an dem er nach langer Vorbereitung schließlich landete, um ganz bestimmte Dinge zu realisieren. Es war auch ein seelischer Zustand, bei dem er nichts anderes tat, als einen osmotischen, ja fast provokativen, auch kreativen, intellektuellen und visuellen Gedankenaustausch zu vollziehen. Aus diesem Austausch entstand dann auch dieses etwas mehr, entstanden seine ständigen Einfälle, die fast alltäglichen Veränderungen an einem Film, was natürlich immer eine Reihe neuer Probleme verursachte. Die mussten in ganz kurzer, manchmal auch etwas längerer Zeit gelöst werden. Für Fellini war das Studio der ideale Ort für seine Kreativität. Per Federico era proprio una dimensione della creatività. Und eines schönen Tages ist der Film, an dem du gerade arbeitest, fertig. In die Filmstudios, die deine gewesen sind, kommen andere Schauspielergruppen, andere Sets werden aufgebaut. Du empfindest ihre Anwesenheit als unbefugtes Eindringen, als Entweihung, als Sakrileg. Sie sind Störenfriede. Wenn ich mit einem neuen Film anfange, verbringe ich die meiste Zeit am Schreibtisch. Und tue nichts anderes, als Ärsche und Titten hinzukritzeln. Das ist meine Art und Weise, einem Film auf die Schliche zu kommen. Es kommt der Moment, wo ein Drehbuch nicht mehr ausreicht, wo es nutzlos ist, auf der literarischen Ebene weiterzuwollen. Dann richte ich ein Büro ein
lasse Leute kommen und hunderte von Gesichtern an mir vorbeiziehen. Die Tür geht auf und hereinkommen ein kleiner Alter, eine Hure, einer, der mir eine Uhr verkaufen will, eine Gräfin, ein Dickwanst. Es genügt mir zu wissen, dass sie da sind, dass es sie gibt, von einer wunderbaren Bereitschaft zu den ausgefallensten Variationen erfüllt. Er war ein guter Mensch, umgänglich, wohltätig, großherzig. Er hatte nur gute Eigenschaften. Vor Amarcord spielte ich in einem Kriegsfilm. Dann kam Amarcord und danach Ginger und Fred. An etwas anderes erinnere ich mich nicht. Ich habe Fellini kennengelernt, als er noch jung war und seine Zeichnungen einfach mit Federico signierte. Das war bei Marc Aurelio, einer satirischen Zeitschrift, die zweimal in der Woche in Rom erschien. Er wurde Mitarbeiter von Roberto Rossellini und begann schließlich selbst Filme zu machen. Damit begab er sich auf Neuland. Von La Dolce Vita an lehrte er einen neuen Filmstil. Bisher hatten alle Regisseure der Welt immer nur das erzählt. Die Geschichte von einem Mann und einer Frau, die sich lieben und heiraten, dann läuten die Glocken. Fellini dagegen will Träume fotografieren. In unendlichem Raum unermessliche Träume. Er zwang ja niemanden, sich das anzusehen. Er machte seine Bilder und ob sie gefallen oder nicht, liegt beim Betrachter. Er war ein großer Regisseur und für mich auch ein Vater, von dem ich viel gelernt habe. Er war ein einfacher Mensch. Ich habe einige Filme für ihn gemacht. Fellinis Schiff der Träume, Ginger und Fred und Die Stimme des Mondes. Fellini war für mich, nachdem ich hierher kam, ein großer Meister. Ich begann bei ihm mit dem Film Satyricon 1964 oder 65. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich bin Jugoslawin und sprach damals noch kein gutes Italienisch. Vor dem Studio 5 stand ein Schwimmbad. Ich sollte mich ausziehen. Bei uns war es aber nicht üblich, sich auszuziehen. Fellini sagte also, gut, dann spiele eine römische Jungfrau. Die Kostümbildnerin zog mich völlig nackt aus und legte mir dann ein weißes Bettlaken um. Beim Drehen löste es sich. Ich war nackt und weinte. Fellini sagte, ab jetzt arbeitest du nackt für mich. Und so wurde es dann gemacht. Insgesamt drehte ich mit ihm Satyricon, Die Clowns, Intervista, Roma, Casanova, Schiff der Träume, Die Stadt der Frauen und Die Stimme des Mondes. Oh Gott, in allen Filmen, die er nach 1964 gedreht hat, habe ich mitgearbeitet. Und immer spielte ich die Prostituierte, die Hure. Ich erinnere mich, dass meine Mutter mich Fellini vorgestellt hat. Meine Mutter war 90 Jahre alt. Er rief sie oft an. Er wollte sie immer beim Drehen bei sich haben, weil sie ihm Glück brachte. Frau Regina Elena, wo ist Ihr Sohn? Bringen Sie ihn morgen mit. Ich war glücklich. Er vertraute mir oft kleine Rollen an und ich versuchte, ihn zufriedenzustellen. Er war streng, sehr streng. Ich erinnere mich an den letzten seiner Filme, Die Stimme des Mondes. Er wollte unbedingt, dass ich einen Kellner an der Bar spielte. Als ich mit einem Tablett voller Getränke an ihm vorbeiging, machte er eine eindeutige Geste, die mich sehr verletzte und trotz meiner 42 Jahre Filmerfahrung sehr beschämte. Nach der Arbeit kam er auf mich zu und sagte, na, hat dir gefallen, wie ich dich vor allen Leuten fertig gemacht habe? Nicht besonders. Ich war Sprecher der Statisten und vor meinen Kollegen war mir das peinlich. Dinanzi ai miei colleghi, insomma, non era bello. Thank you.
Ich sitze gerne im Auto. Häufig bin ich auf diese Weise mit meinen Freunden zusammen. Wir fahren gemeinsam in der Stadt umher. Ich sehe gerne beim Reden vor dem Fenster Bilder auftauchen und wieder verschwinden. Ma io direi che la maggior parte del tempo forse l'abbiamo passato. Wir haben vielleicht den größten Teil der Zeit wirklich zusammen im Auto verbracht. Auch weil wir in den ersten Jahren immer mit dem Auto fuhren, das er mir geschenkt hat, einen Mini Morris. Das war komisch, weil er praktisch das ganze Auto ausfüllte. Es war ein kleines Auto. Im Auto war er, das ist wahr, ein ganz anderer Mensch. Sein Zeitgefühl änderte sich. Sich von einem Punkt zu einem anderen zu bewegen, das war für ihn wie Pausen, die sich einfach so ergaben und die auch anregend waren. Für seine Fantasie, wie er sagte, und für ganz entspannte Gespräche. Diese Zeit, die er von einem Ort zum anderen fahrend im Auto verbrachte, wurde zu Ferien. Dell'abbandono anche proprio, era una vacanza, il tempo passato in macchina da un posto all'altro era un tempo di vacanza. Das hier ist der Tisch von Federico Fellini. Der Tisch, den er allen anderen vorzog. Es ist der Wintertisch. Im Sommer hatte er seinen Lieblingstisch da draußen, das ist ja klar. Bei all dem Grün im Sommer hatte er diesen Tisch da am liebsten. Dies hier sind, kann man wohl sagen, die letzten Fotos von Federico Fellini und Giulietta Masina. Zumindest bis jetzt, denn sie werden wiederkommen. Ich warte auf ihn. Vielleicht hat Fellini ja seinen Spaß da oben. Für mich ist Federico jedenfalls nicht tot. Er kann jeden Augenblick zurückkommen, um einen weiteren Film zu drehen. Oder die üblichen Lügen zu erzählen. Dass ich zum Beispiel sein Lieblingsschauspieler sei, der beste Schauspieler der Welt. Sehen wir uns mal diese Servietten an, die Karikaturen, die er immer zeichnete, wenn er hier aß. Er nahm dann seinen Kugelschreiber und zeichnete seine Filmfiguren. All diese Filmszenen entstanden während des Essens, hier am Tisch. Ich fahre oft, ohne zu wissen, was ich tue, nach Ostia hinaus. Die verlassenen Straßen, die großen Bäume, die sich im Wind bewegen. Von einer Zementbalustrade aus, wie in Rimini, sah ich das Meer. Ein Meer, das in mir das Heimweh nach Rimini weckte. Das aber auch eine glückliche, heimliche Entdeckung war, weil ich nun denken konnte, in der Nähe von Rom gibt es einen Ort, der Rimini ist. In Ostia habe ich die Müßiggänger gedreht, weil es ein erfundenes Rimini ist. Es ist mehr Rimini als das wirkliche Rimini. Der Ort evoziert Rimini in einer theatralischen, kulissenhaften Weise und ist deshalb harmlos. Es ist meine Stadt, fast keimfrei gesäubert von körperlichen Rührungen, ohne Aggressionen, Überraschungen. Es ist eine Bühnenrekonstruktion der Stadt der Erinnerung, die man, wie soll man das sagen, wie ein Tourist besuchen kann, ohne kleben zu bleiben.
Questo dove stiamo andando adesso? Wir fahren jetzt zum Küstenstreifen von Forcene. Hier am Meeresufer wurde der Bug von Likas Schiff aus Satyricon aufgebaut. Das sah aus wie ein großes, schwarzes Insekt. Alles war aus Holz. Es gab hydraulische Stoßdämpfer, die das Schwanken eines Schiffes simulierten. Das vermittelte das Gefühl, als würde man sich auf hoher See befinden. Dann hier auf dieser großen Wiese haben wir die Schlussszene von Amarcord mit Gradiscas Hochzeit gedreht. Gradisca heiratet einen Carabiniere. Forcene ist der dritte Drehort für Fellini in dieser Gegend. Angefangen hat er also in Ostia mit dem Müßiggänger. In Fiumicino drehte er die Schlussszene von 8,5. Hier in Forcene hat er alles für Satyricon und die Schlussszene von Amarcord gedreht. Die Trostlosigkeit hier schreitet immer weiter fort, aber Fellini liebte trostlose Orte. Nichts ist trauriger als das Lachen. Nichts schöner, großartiger, erhebender und bereichernder als das Entsetzen tiefer Verzweiflung. Ich denke, das war ein Leitmotiv seiner Filme. Einer der bewegendsten Aspekte seiner Filme, die er Giulietta Masina anvertraut hat. Giulietta Masina war genau diese Synthese. Sie war tiefste Verzweiflung, aus der ein neues Lachen hervorkommen kann. So zum Beispiel in der letzten Einstellung von Die Nächte der Cabiria, als sie von dem Mann, in den sie sich verliebt hat, schon wieder verraten wird. Giulietta ist ein Sonderfall. Sie ist nicht nur die Schauspielerin einiger meiner Filme, sondern in einem subtilen Sinn ist sie es, die sie inspiriert hat. Und das ist begreiflich, da sie meine Lebensgefährtin ist. And please, stop crying. Giulietta ist nicht nur ein Gesicht, das ich ausgesucht hätte, sondern eine wirkliche Seele innerhalb des Films. Es ist nicht gerade so, dass man sich als Frau in Federicos Filmen bestätigt sehen könnte, so wie er die Frauen zurichtet. Schon Machiavelli sagte, der Zweck heiligt die Mittel. Der Erfolg und die Gunst, die meine Rollen als Gelsomina, Cabiria oder Julia bei Publikum und Kritik bekommen haben, waren so groß, dass es mir gar nicht schwer fiel, meine eigenen Wünsche und den Ehrgeiz, sich besser als im wirklichen Leben darzustellen, beiseite zu tun. Davon einmal abgesehen, habe ich nie den Typus einer Sexbombe oder einer Schönheitskönigin verkörpern können. Insofern spielte meine eigene Eitelkeit überhaupt keine Rolle.
un certo tipo di attrice né sexy né che veniva dai concorsi di bellezza, perciò la cosa non è che ha assolutamente importanza. Mein wertvollster Mitarbeiter nach dem Drehen war Nino Rota. Zwischen uns beiden bestand auf Anhieb eine vollkommene Vertrautheit. Schon seit dem Weißen Scheich, dem ersten Film. Ich hatte beschlossen, Regisseur zu werden, und Nino war die Voraussetzung dafür, dass ich es blieb. Wenn ich ihn fragte, welche Motive er als Hintergrund für diese oder jene Sequenz vorgesehen habe, merkte ich ganz deutlich, dass die Bilder ihn nichts angingen. Seine Welt war eine innere Welt. Ich habe Mitarbeiter gehabt, die mir sehr teuer waren. In Anbetracht meiner Voraussetzungen, Trägheit, Halbherzigkeit, Unwissenheit, finde ich, dass alles bestens gelaufen ist. Glücklicherweise sind wir im Jahr vor seinem Tod sehr oft zusammen gewesen. Wir haben uns, glaube ich, alles gesagt. Ich glaube, Fellini wusste sehr viel mehr über mich, als er sagte. Und auch ich wusste sehr viel mehr über ihn, als er vermutete. Und diese beiden kleinen Geheimnisse regten immer unsere Neugier an, den anderen weiter zu entdecken. Uns immer wieder zu fragen, warum reagierst du jetzt so? Però con sempre punti interrogativi, ma come mai tu non reagisci così a questa cosa? Ich würde ihm gerne einmal eine persönliche Frage stellen. Das ist eine Sache, die ich noch nie im Leben gewagt habe. Vielleicht bei einem gemeinsamen Abendessen. Und nur wer ihn kennt, wüsste, was das bedeutet. Mir würde es gefallen, zum Friseur zu gehen und mich dort in diese Art Vorhölle zu begeben. Jene Minuten, die man eben beim Friseur verbringt. Dort würde ich entdecken, dass neben mir jemand unter einem warmen Handtuch liegt. Als das Tuch abgenommen wird, erkenne ich Fellini, der mir sagt, hey Bernardo, warum machst du nicht mal einen Werbefilm wie ich? Hey Bernardo, perché non fai qualche commercial come sto facendo io? È la cosa che mi ha detto dal barbiere. E dico, ma perché sai, sto preparando un film. Das hat er mir wirklich einmal beim Friseur gesagt. Ich habe ihm damals geantwortet, ich bereite doch gerade einen Spielfilm vor. Er hatte mich sehr ironisch angesehen und gesagt, weißt du, in einem Werbefilm können wir uns Freiheiten erlauben, die wir beim Spielfilm nie hätten. Das war eine Art Kriegserklärung und Überlebensstrategie. Der große Fellini, der seinem Schicksal dankte, dass er in diesen Monaten wenigstens Werbefilme machen konnte. Es ist mir ein bisschen unangenehm, schon wieder über den Zirkus zu reden, wo ich doch in allen meinen Filmen davon erzähle. Ich kann nur sagen, dass ich schon früher diese mehr oder minder geheimnisvollen Koinzidenzen erlebt habe. Ich weiß noch, dass ich so etwas wie eine erregende, prophetische, antizipierende Resonanz in mir spürte, als ich zum ersten Mal den Fuß in den atmenden,
feuchten, ruhigen Riesenbauch eines Zirkuszeltes setzte. In dieser großen, verzauberten Leere fühlte ich mich heimisch. Das feuchte Sägemehl, die Hammerschläge, dumpfe Geräusche, die von irgendwoher kamen, das Wiehern eines Pferdes. Das Kino hat sehr große Ähnlichkeit mit dem Zirkus. Wenn es kein Kino gegeben hätte, wenn ich Rossellini nie begegnet wäre und der Zirkus heute noch eine gewisse Aktualität als Schaumedium hätte, wäre ich wahrscheinlich gern Direktor eines großen Zirkus geworden. Denn der Zirkus ist eine gute Mischung aus Technik, Präzision und Improvisation. Während die vorbereitete und mehrfach geprobte Show abläuft, geht man zugleich ein echtes Wagnis ein. Man lebt. Diese Art zu schaffen und zu leben, ohne dass man sich an feste Maßstäbe halten muss, das ist das Wesen des Zirkus. Es erfordert Kraft, erfordert Mut. Und mir scheint, das Gleiche gilt auch für den Film. In dem Moment, in dem der Film entsteht, hält einen alles, das Leben des Teams, die Begegnungen, die man macht, die Städte, die man erstmals aufsucht, um seine Geschichten richtig zu platzieren, hält einen alles innerlich in Bewegung. Es bereichert einen. Und das alles, während man arbeitet. Man kann sagen, dass ich hinter Fellini, diesem Genie, das einzigartig auf dieser Welt war, ein einfacher Mensch verbarg. Ein Mensch, der den Zirkus wegen seiner Einfachheit liebte. Das Zirkusleben ist die schlichteste Lebensweise in der Welt des Showbusiness. Hier lebt man ein Leben im Kontakt mit der Natur, ein Leben im Freien. Ich habe Federico im Alter von 20 Jahren kennengelernt. Er war ein bisschen älter, er war 10 Jahre älter als ich. Er war also 30. Wir wurden enge Freunde. Wenn er ein bisschen Zeit hatte, ließ er sich immer eine Menge Zirkusgeschichten erzählen. Ich habe ihm viele Geschichten erzählt. Viele Dinge über das Leben meines Vaters, meines einen und meines anderen Onkels. Ich habe ein Motiv aus dem Film Die Clowns gespielt. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen. Es handelt sich um die Schlussszene. Diese Schlussszene ist nichts anderes als eine Geschichte, die ich Fellini erzählt hatte. Ich hatte gesagt, weißt du, Federico, mein Vater beendete die Vorstellung immer so. Er ging als Clown verkleidet in die Mitte der Manege. Und dann gab es da einen Bruder, der auf der linken Seite der ansteigenden Sitzreihen und einen anderen Bruder, der auf der rechten Seite saß. Mein Vater spielte dieses Lied auf der Trompete und ein Bruder antwortete ihm, während er die Stufen herunterkam. Danach antwortete ihm der zweite Bruder, die anderen Stufen hinabsteigend. So wurde die Vorführung beendet. Federico sagte zu mir, Nandino, warum machen wir daraus nicht das Ende eines Films? Ich hatte schon immer die Idee, einen Film über den Zirkus und Clowns zu drehen, weil mich die Zauberwelt des Zirkus schon immer fasziniert hat. Questo cerchio magico del circo mi ha sempre affascinato. Ecco, adesso vi faccio sentire il pezzo. Jetzt spiele ich euch ein Lied. Das Lied, mit dem er den Film Die Clowns beendet hat. Thank you.
Ciao Federico.